Frau Baumgartner, Sie sind heute hier mit jede Menge Kinder von den Volksschulen. Von welcher Institution kommen Sie denn? Wir sind Bauern von Dormion. Die Institution ist der Verein vom Ländlebu. Und wir machen das Kürbisschnitzen jedes Jahr an zwei Tagen, am Donnerstag und am Mittwoch, mit den Kindern aus also die Volksschulen der dritten Klasse aus Dornbirn. Was dürfen die Kinder dann mit den Kürbissen machen, wenn sie sie fertig geschnitzt haben? Die dürfen sie mit nach Hause nehmen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so dieser Aktion? Also das Kürbisschnitzen gibt es sicher schon über 10 Jahre und das ist vom Verein Ländlebur ins Leben gerufen worden. Und das hat eigentlich dazu beigetragen, dass der Kürbis bekannt wurde. Kürbisschnitzen, Kürbissuppe und ist ein Kult geworden. Also man kennt es überall, es wird im Dornbirner Herbst getragen. Also Kürbis ist überall, Kürbis ist Farbe, ist Herbst, ist Jahreszeit eigentlich. Was macht ihr denn mit den Resten, die aus dem Kürbis da jetzt so rausgekratzt werden? Teilweise nehmen es die Kinder mit nach Hause, weil sie sich denken, sie können einen Kürbis pflanzen. Für die anderen ist es einfach Abfall und es wird kompostiert in der Biogasanlage. Kannst du mir mal zeigen, was du da gerade machst? Ein Kürbis? Obacht, hier wird erzählen, ja? Und was machst du da genau? Beschreib mir das doch mal ein bisschen. Ich holt Kerne und das, was in den Schusser. Und dann? Und dann mache ich da so Auger und Mund und Nase. Schneide ich aus. Okay. Und was machst du da mit dem Kürbis, wenn er dann fertig ist? Mit meiner Freundin am Halloween mit der Süßigkeiten-Sammler. Ich schneide die Augen und die Nasen und die Munde und muss noch diese herausschneiden. Dann bin ich schon fertig. Und was wird das dann, wenn es fertig ist? Das weiß ich doch nicht.